Hallo. Bestimmt kennst du den Spruch aus dem Biounterricht: Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen. In ihnen wird Energie gewonnen, die wir mit der Nahrung aufnehmen. Wie das funktioniert, schauen wir uns anhand des zweiten der drei Schritte der Energiegewinnung durch Zellatmung an, dem Zitratzyklus. Wir werden uns den Übergang von der Glykolyse, die einzelnen Schritte des eigentlichen Zitratzykluses und die Bilanz anschauen, also wie viel ATP, NADH, FADH2 und CO2 entstehen. Beginnen wir mit dem Übergang zum Zitratzyklus. Im Laufe der Glykolyse, dem ersten Schritt der Energiegewinnung, wird Glucose zu Pyruvat abgebaut. Das heißt, den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.